Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Thema. Dein Hinterteil juckt, in der Tat ein unangenehmes Thema. Was könntest du hier am besten machen, um dieses Problem zu lösen? Da gebe ich dir gerne ein paar Tipps mit auf den Weg. Vorher der wichtige Disclaimer: Hierbei handelt es sich nicht um eine fachmedizinische Beratung, sondern nur um ein paar allgemeine Tipps von mir. Also, dieses Problem wird meiner Beurteilung nach vor allem durch Hämorrhoiden oder auch ähnliche problematische Entwicklungen im Bereich des Afters ausgelöst. Nicht immer. Manchmal kann es tatsächlich helfen, und das soll jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint sein, ja. Manchmal kann es helfen, wirklich öfter zu duschen, denn das ist eine Region, wo einfach sehr viel Schweiß den Körper eben, ja, verlässt, wo sich Schweiß ansammelt, und es gibt so ein altes Sprichwort, das nennt sich Schweiß frisst, ja. Sprich, viele dieser Juckreizprobleme sind dort auch gut und gerne durch Schweiß ausgelöst, ja. Wenn man wirklich einmal täglich duscht oder häufig schwimmen geht oder so, sollte sich das Problem oder könnte sich das Problem durchaus erledigen. Zweitens, was durchaus auch Hilfe sein kann, ist ein anderes Kissen. Es gibt hier solche orthopädischen Sitzkissen, es gibt Hämorrhoiden-Sitzkissen, ja. Und die können wirklich einen großen Unterschied machen, was jetzt deinen Sitzkomfort anbetrifft. Dann kannst du mit etwas Glück vielleicht in einen Status kommen, wo es zumindest beim Sitzen nicht ganz so doll juckt. Aber das Hauptproblem an dem ganzen Thema ist, du kannst einfach nicht so genau untersuchen, was nun wirklich da los ist. Und wenn es durch diese Tipps, vor allem mit dem Tipp des Duschen, es nicht weggeht, ja, dann ist oder generell solltest du in meinen Augen da durchaus mal beim Proktologen vorbeischauen. Das ist ein Arzt, vor dem viele Leute natürlich Angst haben, wo viele Leute sagen, ah, unangenehm, will ich nicht so wirklich. Aber ich sag dir eins, wenn du dieses Problem lösen möchtest, ja, dann nimm deinen Mut in die Hand und hol dir da einfach mal einen Termin. Und es kann auch sein, dass du da nur über den Hausarzt oder so an den Termin herankommst. Musst du mal gucken, wie das in deinem Fall ist, ja. Nur als Tipp an dieser Stelle, warum Angst davor haben? Ja, es ist natürlich ein unangenehmes Thema, aber wenn du dieses Problem nun mal hast, dann ist in meinen Augen der Proktologe in der Tat der beste Ansprechpartner. Ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir meine Tipps geholfen haben, weil sowas wie Hämorrhoiden oder so selber erkennen, bin ich der Ansicht, ist halt irgendwie schwierig. Lass da lieber mal den Profi vorbeischauen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir meine Tipps geholfen haben. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.